Mary, Basil. Oh, hallo Audrey. Hallo alle zusammen. Wie geht es euch? Cal ist wieder gemein zu mir. Oh nein, nicht schon wieder. Wie kann er nur? Psst, ich bin ge... Nee, psst. Also so. Ich bin nicht gemein. Aber ich muss am Rumheulen. Na dann, Cal. Das ist ein starkes Argument von dir. Jetzt weiß ich nicht, wem ich glauben soll. Glaub mir! Nein, glaub mir! Jetzt kommt mal zur Ruhe, ihr zwei. Warum ist es immer das Gleiche? Kopfhoch, Hero. Schau dich doch an, so verantwortlich. So verantwortlich, gut, ich hätte eher so verantwortungsvoll genannt, aber okay. Mag ich an dir so sehr. Komm schon, Mary. Nicht jetzt. Oh, Hero, du weißt doch, ich mache Spaß. Du bist so süß, wenn du in Verlegenheit gerätst. Während wir auf euch gewartet haben, haben Basil und ich durch sein Fotoalbum geschaut. Wollt ihr mit reinschauen? Natürlich. Immerhin sind wir diejenigen auf den Fotos, oder? Basil, guck dir das an. Komm schon, Basil, mach ein Foto von mir. Tut mir leid, Cal. Ich mache nur Fotos von Leuten, wenn sie es am wenigsten erwarten. Du magst es, Fotos von Leuten aufzunehmen, die sich natürlich verhalten, als wenn sie nicht vor einer Kamera stehen würden. Stimmt's, Basil? Ja, das ist etwas Besonderes an Personen, wie sie ihr eigenes Leben leben. Da ist etwas Besonderes an Personen, ich kann nicht mehr lesen. Zu meiner Verteidigung, ich habe vorher Pokémon Adventures 2 aufgenommen. Also, ja. Das sind die Momente, die ich festhalten möchte. Also, müssen wir einfach so tun, als ob du nicht da wärst? Ja, also könnte man es sagen, denke ich. Klar, kann ich machen. Wolltest du uns dein Fotoalbum zeigen, Basil? Ah, okay. Aber es ist nichts Besonderes. Oh, Basil, hör auf, an dir zu zweifeln. Ich bin sicher, es ist toll. Du hast recht, Aubrey. Tut mir leid. Ich versuche mehr an mich zu glauben. Hier. So können wir es alle sehen. Mary bringt einen bei, wie man Blumenkränze macht. Und Mora und Cal halten Marys Exemplar. So hübsch. Und Mori und Cal gaben auf und rannten davon, aber Aubrey und ich haben den Dreh sehr schnell herausbekommen. Hero arbeitet noch an seinem Blumenkranz. Er braucht so ein bisschen, weil er das ein Kapitel ist. Man, mir fällt gerade auf, stimmt, Hero heißt doch eigentlich im Original Hero mit E geschrieben, oder? Warum die umbenannt? Na gut, das ist nicht so eine krasse Umbenennung, aber seine Hartnäckigkeit ist bewundernswert. Alle essen Wassermelonen. So saftig. Aubrey hat ein paar Kerne in ihrem Gesicht. Das sollte jemand es zu sagen. Cal trinkt eine Flasche Milch, sein Lieblingsgetränk. Ich sollte ihm nicht zu nahe kommen, sonst macht er vielleicht meine Kamera nass. Mary bat Hero darum, ein Foto von uns zu machen. Alle finden, dass mir ein Blumenkranz richtig gut steht. Hero lehnt sich wie ein Küsschen herüber. Cal sieht sie irritiert aus. Ach, Bruderliebe. Wir machen heute ein Picknick. Mary wollte von uns allen ein Foto schießen. Bitte lächeln. Nach dem Essen sind alle eingeschlafen, außer Hero und Mary. Ich selbst wurde auch etwas schläfrig. Okay, da hat sie ganz schön eingesaut dann. Er sagte, er hätte sie selbst aus der Sim fotografiert, aber ich glaube ihm nicht. Alle unsere Füße in einem Kreis.
Hast du erraten, welche Füße zu wem gehören? Ja, das ist da oben schon mal Omori. Das ist ganz einfach. Ja. Die Fotos sind alle so schön, Basil. Ich weiß wirklich, wie man einen Augenblick festhält. Danke. Ich habe aber nicht alle gemacht. Mary klaut gerne mal meine Kamera. Nur manchmal. Hey, ich habe eine Idee. Wollt ihr bei mir zu Hause abhängen? Vor kurzem habe ich kleine Sprossen eingepflanzt und wollte sie allen zeigen. Kommt schon, sie sind echt niedlich. Ja, gerne. Klingt nach Spaß. Los geht's. Es ist südlich vom Spielplatz, richtig? Genau, das ist der Weg. Ich denke, ich verzichte lieber. Geht ruhig vor und habt Spaß. Aber wenn ihr erschöpft seid, könnt ihr immer bei meinen Picknicks vorbeikommen. Ich werde immer Erfrischungen da haben. Und ihr könnt bei meinem Picknickkorb sogar speichern. Oh, danke, Mary. Du tust immer so viel für uns. Tschüss, Mary. Bis zum nächsten Mal. Jetzt geht und habt Spaß. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Ach ja, ein paar nahrhafte Bonbons. Möchtest du etwas davon essen? Du und deine Freunde fühlen sich wie neu. Ja, das ist ein Heilding-Bumsti. Von daher. So, was könnt ihr denn alles, ne? Kann ich hier wechseln, ne? Also, Omori hat ein Trauergedicht. Macht einen Freund oder einen Gegner traurig. Habe ich eigentlich noch die. Wobei, das sieht vielleicht nicht auch nochmal auf Deutsch dann, ne? Ich habe ja doch hier die Emotion Chart von Omori. Ja, komm, öffne es. Hallo. Warum öffne das Bild nicht? Das Dateisystem will ein bisschen verarschen. So, na gut, das werde ich dann nochmal neu machen, wenn es dann dann nachher kommt auf Deutsch wahrscheinlich. Dann werde ich das nochmal neu abfotografieren. So. Aubrey. Aufmuntern. Macht einen Freund oder Gegner froh. Abwehren. Kell. Ärgern. Macht einen Freund oder einen Gegner wütend. Hero. Kochen. Halt einen Freund um 50% seines Herzens kann außerhalb des Kampfes benutzt werden. Kosten 10. Ach so, ich glaube, ich weiß, warum das hier noch nicht übersetzt ist, weil das Hard and Juice, glaube ich, hardcoded ist, ne? Also da haben sie es doch übersetzt. Ich bin gespannt, wie sie Juice übersetzen wollen. Also Love klingt irgendwie ein bisschen, naja, weiß ja nicht. Jetzt geht dann, habt Spaß. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. So, wir wollen speichern. Benennen, löschen. Ach, das ist übrigens tatsächlich sogar. Das ist überarbeitet worden, weil ich habe da auch eine Mod mitbekommen, die das Speichermenü. Ups, nein, da wollte ich nicht. Ich wollte da speichern, danke. So. Datei 1 Prolog, Level 1. Gesamte Spielzeit, Ort, Waldspielplatz. Und dann kann ich das sogar benennen. Okay. Kannst du tippen? Nein. Ja. Also, wie möchtest du die Datei nennen? LP. So. Ah, das ist ganz cool, dass man die Sachen benennen kann. So. Michael. Ich werde mich zum Mond schwingen.
eine Bosszone. So Widerhandlungen werden strafrechtlich verfolgt. Ich mag Puzzles. Nas ist meine beste Freundin. Dut, dat. Sie redet nicht viel, ist aber sehr schlau. Nas sieht beschäftigt aus. Pony, Spaß haben ist anstrengend. So schaue ich lieber meinen Freunden beim Spielen zu. Ich bin nicht im Action, ja. Ah! Raue. Okay. Happy. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Joker Jazz. Kuckuck. Charlene. Hallo, Freunde. Bauklötze. Sean, das Gras hier ist angenehm. Ist uns Gesellschaft als Nomori? Nee, das kann nicht. Heute ist die perfekte Nacht, um die Sterne zu beobachten. Die Sterne leuchten hell am Horizont. Du hast keinerlei Sorgen. Nomori erlernt beobachten. Oh, okay. Sag voraus, wen ein Gegner nächste Runde angreifen wird. Kosten 0. Das ist richtig nice. Ein verdächtiger blauer Briefkasten. Okay. Ein Jojo. Wenn. Berli redet so schnell, wenn sie aufgeregt ist. Es ist wirklich schwer mitzuhalten. Hey, Mori, warte mal. Ich habe für heute ein paar Pläne. Große Pläne. Bleib einfach hier für eine Weile. Du wirst früh genug sehen, was ich meine. Okay. Hey, warte mal eine Sekunde. Wo wollt ihr denn alle hin? Ihr könnt nicht gehen, ohne dass ihr eine Runde Versteckengemüt spielt. Bleibt und spielt uns. Je mehr, desto besser. Ich wollte wieder Verstecken spielen. Aber du weißt, wie das erste Mal ausgegangen ist. Ja. Bobby Berli. Ich denke, darauf müssen wir verzichten. Wir gehen jetzt zu Belzes Haus. Also werden wir später nochmal vorbeischauen. Nicht so schnell! Versucht ihr mir wieder aus dem Weg zu gehen? Was ist los mit euch beiden? Hab ich was im Gesicht? Ist es mein grobes, hartes Äußeres? Wenigstens bin ich nicht so schlimm wie Boss. Gut, dass ich ihn nach letztem Mal vom Spielplatz verbannt habe. Ich frage mich, was dieser Idiot jetzt vorhat. Naja, auf nimmer Wiedersehen. Also, du Verstecken spielen, Basil. Mir wäre es so oder so recht. Es gibt doch keine Eile, zu meinem Haus zu gehen. Ich denke, ich verlasse es auf Mori. Was möchtest du tun? Omori, Omori, mein bester Freund. Komm schon, du weißt, wie man Verstecken spielt, nicht wahr? Ja. Yeah, das dachte ich mir. Was hält dich davon ab? Dann davon ab. Komm schon, lass uns spielen. Ich trommel alles zusammen. Okay, also man kann gar nicht, man kommt gar nicht drum herum. Achtung! Okay, ihr Würmer, hier sind die Regeln. Wir werden uns mit einem kleinen Versteckspiel unterhalten. Hier, mein Hinten, habe ich ein paar Strohhalme. Seht ihr? Jeder hier muss einen Strohhalm ziehen. Der mit den kürzesten Strohhalmen muss alle anderen finden. Klingt einfach genug, oder? Hat ihr deinen Strohhalm? Gut. Mal sehen, wer suchen müssen wird. Na los! Sieht aus, als wäre der mit dem kürzesten Strohhalm Omori. Oh, warte, Omori muss suchen.
Aber Omori ist nicht gerne allein. Bist du damit klarkommen, Omori? Ich kann für dich übernehmen, wenn du willst. Es macht mir nichts aus, wirklich. Hey, ich höre ja Getuschel da drüben. Die Strohhalme haben das Sagen, nicht ich. Kommt schon, sei kein Babys. Schlimm ist, so schlimm ist es nicht. Omori wird schon okay sein. Omori wird schon okay sein. Omori wird es schon gut gehen, würde ich eher sagen. Vielleicht. Ging natürlich. Wenn du bereit bist zu spielen, geh zur Tetherball-Stange und schließ die Augen. Und nicht schummeln, sonst setzt was. Keine Sorge, Omori. Ich weiß, dass du das hinbekommen wirst. Ah, ist nicht schön. Du kannst das schaffen. Glaub an dich, Omori. Du kriegst das locker hin, Kumpel. Alles wird gut, Omori. Glaub einfach an dich selbst. Immer Nas nach. Ich frage mich, wo Nas und ich uns verstecken sollen. Ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Ich bin überhaupt nicht kreativ. Ah! Juhu! Es ist Zeit zu spielen! Ich bin müde. Dich fühle ich, Dude, dich fühle ich. Ich werde mein Bestes geben. Kann ich mich überhaupt irgendwo hier verstecken? Kann ich mich überhaupt irgendwo verstecken? Klar. Untersuche einfach die Stärke, wenn du anfangen willst. Komm schon, Omori. Sei kein Baby. Kann ich mal speichern? Hey, wo laufst du denn hin? Komm her zurück. Nein, kann ich nicht. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Los! Boah, du hast mich gefunden. Ja, das war jetzt auch nicht wirklich schwer. Der kann nicht dir helfen, alle zu finden. Der Bärli, ich habe nur nichts davon verstanden. Hi, Omori. Wie ich sehe, haben alle beschlossen, ein bisschen zu bleiben und Verständnis zu spielen. Wenn es dir schwerfällt, kann ich dir helfen. Deine große Schwester ist immer für dich da. Also, hättest du dir eine Hilfe? Nein. Ich weiß, wo die sind. Aufgetrunken, dass ich noch weiß, wo die sind. Och, du hast mich gefunden. Mist. Lass uns alle anderen zusammen finden, Omori. Huch, wo bin ich? Ich habe geträumt, dass ich an einem Privatstrand mit Dienstboten war, die mir von allen Seiten mit Palmwedeln zufächerten. Jetzt plötzlich. Wumms! Und nur bin ich hier. Ich muss beim Versteck eingeschlafen sein. Das Spiel ist für mich wohl vorbei. Oh, hey Leute. Wisst ihr, ich habe ein wirklich gutes Versteck gefunden, aber Sean und Ren haben mich zu ihrer Trainingsroutine eingeladen. Es macht Spaß. Und es tut auch gut. Und es tut euch gut. Ich sollte das wirklich mal ausprobieren. Es ist wirklich ein Workout. Oh Mann, ich bin so müde. Au. Du kannst echt zu jemandem Nein sagen, oder Hero? Komm schon, Hero. Wir müssen Omori helfen, alle anderen zu finden. Okay, okay. Komm ja schon. Tschüss, Sean. Tschüss, Ren. Das hat Spaß gemacht. Yeah, machen wir das irgendwann mal wieder. Bis später, Hero. Wir spielen nicht mit. Wir trainieren gerade. Ewige Banane. Ah.